Naja. So. Jetzt geht's hier wieder um eine Kurve. Ich habe ein bisschen stark gebremst. Wir müssen jetzt Gas geben. Naja, eckig und kantig, die G-Klasse, aber naja. Unbedingt schön müssen Geländewagen ja nun nicht aussehen, obwohl Mercedes-Benz-Modelle müssen immer schön aussehen. Außen eigentlich auch. Die Farbe gefällt mir. Wenn ich selber so reich wäre, würde ich auch Mercedes nehmen, und zwar auch diese Farbe. Aber ob ich einen von den aktuellen Mercedes-Benz-Modellen nehmen würde, die sind mir alle irgendwie zu eckig und die E-Klasse ist mir inzwischen hässlich geworden. Deswegen würde ich mir doch zu sehr gerne wieder den 2002er Mercedes-Benz E-Klasse wieder wünschen. Wie man den auch hier im Spiel gesehen hat. Ja. Aber nur wenn ich reich wäre. Dann vielleicht einen Benz. Doch selbst solche reichen Leute würden sich auch keine Gedanken über die hohe Kfz-Steuer und... Oh, wir sind schon fertig. Und über die hohen Spritpreise machen. Oh, Mission erfolgreich. Platzierung. War ja einfach. Irgendwie zu einfach. Drittes Rennen. Naja, wir können uns wieder den Wagen auswählen. Ist auch nicht schlecht. Müssen wieder... Ah! Sehr schön. Oh. Das ist doch mal ein richtig schönes altes Fahrzeug. Komm, dafür ändern wir auch mal unser Kennzeichen. Ja, 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 wisst ihr, solche historischen Fahrzeuge haben immer ein H. Also, wir fahren jetzt mit dem SL 280 Pagode. Pagode. Ah, das ist doch mal schön. Und die fahren alle. Hm, Schönheit. Es gibt ja noch ein 300 SL in dem Spiel. Mal gucken, wann der kommt. Junge, Junge. Ja, mit den Wagen kann man schön abrasen. Nein. Oh, verdammt, verdammt. 6% Schaden. Ah. Ein extremster Fahrfehler überhaupt. Innenraum sieht auch sehr schön aus. Oi, oi, oi. Das ist halt so auch gesetzlich geregelt, dass Fahrzeuge, die älter als 30 Jahre alt sind, ein H-Kennzeichen tragen müssen. Ein H steht ja gewissermaßen für historisch. Können ja auch mal wieder gegen irgendetwas knallen. Nein, warum richtest du dich nach der Ideallinie? Ich glaube, das ist Larry. Leisure Sweet Larry? Harry, haha. Wäre auch nicht schlecht gewesen, wenn das Spiel so geil so einen Namen gehabt hätte. Kann ja irgendwann mal ein Bild erstellen. Leisure Sweet Harry mit einem Bild von Harry Potter und ein paar hübschen Schnecken um sich herum. Was ich hier wieder für Zeug rede. Aha. Wollen wir die noch kriegen?
ist auch nicht schlecht. Fand selbst ich auch nicht schlecht. Nee, nicht schlecht. Nicht schlecht, sondern gut. Das war die blöde Kurve. Ja, sehr gut. Na, übertreibt hier nicht. Ich will vorne sind. Hier bleibt's ja wohl. Von mir aus sollst du in der Hölle schmoren, aber knall nicht immer gegen mein Heck. Bezweifle auch so langsam, dass ich die da vorne kriege. Kriegen wir wieder das Lied Germany's a Trip abgespielt. Scheinen auf den obersten Gipfel zu sein. Könnt ihr ja mal die Strecke auch erweitern. Für die, die diese Kenntnisse haben, können das ja durchaus mal machen. Aber bestimmt nur für den zweiten Teil, nehme ich an. So, wieder ein Fahrfehler. Nee, die kriegen wir garantiert nicht mehr. Na ja, Dritter. Sehr gut. Der Innenraum, Wahnsinn. Oh, so sahen halt doch mal teilweise gemoddete Autos in den Jahren aus. Da wurden die meisten Teile auch abfotografiert und halt als Textur darin gemacht. Naja. Und heute, wenn man sich das mal ansieht, selbst die Autos für GTA 4, naja, das meiste sind Konvertierungen aus anderen Spielen, aber naja, ist denen reichlich gelungen. Teilweise versuchen ja auch welche ja selber Autos zu machen. Die respektiere ich am meisten. Denn selbst für dieses Spiel gibt es auch Add-on-Autos. Auch von einem, der das auch selber gemacht hat. Könnte ich ja mal runterladen. Jo, wir haben einen guten dritten Platz belegt. Und richtig viele Dellen. Und noch eine Delle. Eieiei. Oh, ich habe die schnellste Runde. Nicht schlecht. Jo, ich verstehe kein Wort. 0% Geschicklichkeit. Oh je je. Naja. Das vierte Rennen. Machen wir das noch schnell. Dann mache ich mal wieder eine Pause. Nur mit welchem Wagen? Übrigens müssen wir das Kennzeichen wieder austauschen. So. Oh, jetzt haben wir den richtigen CLK.
und sogar den 2002er CLK. Und der ist ein Tick schneller. Wir könnten den doch mal... Dunkles Blau. Ja, so ähnlich sah der aus. Jo, dann nehmen wir den mal. Sieht doch richtig gut aus. Richtig schnittig. Es regnet. In diesem Spiel gibt es keine Scheinwischer. Wo ist auch sehr viel Staub? Die kommen nicht in die Umweltzone. Selbst Leipzig ist seit März eine Umweltzone. Ach ja, wir fahren hier in Australien. Das ist auch eine der Strecken, die für World Racing 2 konvertiert wurde. Weiß noch nicht, ob das schon... Ja, hier haben sie dran gedacht. Unterm Tunnel. Kein Regen. Und draußen fängt es wieder an zu regnen. Das ist ja sehr durchdacht. Was würde ich sagen? Ja, in Australien. Ja, wer weiß, ob es da auch schon die Strecke mit Verkehr gibt. Ich habe ja schon einige Videos auch mal bei YouTube gesehen, wo das mit Verkehr war. Aber hatte ich noch nicht gefunden. Noch nicht entdeckt, wie man das machen kann. Also auch vorsichtiger fahren im Regen, ist ja klar. Weil nicht so übertrieben wie ich. Auch der Innenraum ist sehr schön gestaltet vom CLK. Kann man nicht meckern. Ja, wir fahren übrigens auch an die Straße vorbei, wo wir schon mal waren. Ich habe eine fette Delle an der linken Seite. Immer links. Ja, ist auch gut so, dass ich auch immer zu links stehe. Politisch gesehen. Steh auf eure Seite! Los, nicht mit rechts! Immer mit links! Machen wir mit links! Aber da gibt es ja noch Wörter wie, das kann doch nicht mit rechten Dingen zugehen und die meisten sind rechts. Händler. Jeder kann auch nur mit rechts schreiben. Und sonst waren es auch alle Dinge rechts. Ja. Halt rechts. Na komm, jetzt mach dich doch mal da weg. Deinen neueren CLK da. Ja, dieser CLK, da wurde auch mal von Cobra 11 genutzt, von Jan Richter und Tom Kranich. Und ja, noch von, ja, Gideon Burkhardt, aber ich weiß nicht mehr, wie sein Name in der Serie war. Den habe ich auch nicht gemocht, ganz ehrlich. Da war mir selbst Tom Kranich, André Fuchs oder Christian Oliver alias Jan Richter viel lieber. Semir Gerkan alias Erdogan Atalay. Ah, das soll man schon in der Serie bleiben. Ohne ihn wäre Cobra 11 überhaupt gar nichts. Ganz ehrlich. Wenn der nicht drin ist, also würde ich auch nie wieder Cobra 11 gucken. Ganz ehrlich. Nein. Arschloch. Man kann ja nicht da abstürzen. Naja. East Coast. Ah! Oh, die wollen mich alle hier. Das gibt's doch nicht. Noch der hier setzt zum Überholen an. Der richtet sich nicht nach der Ideallinie. Das ist schlimm. Und wir haben einen überholt. Auch nicht schlecht. So.
Wieder eine schwere Kurve, wieder ein Fahrfehler. Das war, glaube ich, unfair. Nö.